So, hallo und hier zurück bei Dead Space 3. Wir sind jetzt in dem Raum, wo ich erst Schiss hatte reinzugehen, aber... Okay, da hätten wir noch eine Upgrade-Platine gefunden. Die müssen an diesem Aufzug darunter. Schlüsselkarte zur Reaper-Kaserne, okay. Das gucke ich mir jetzt mal an. Mit einem Textloch habe ich gefunden, ich gar für Schlüssel nutzt. Mit dem unterirdischen Kasernen waren vermutlich Scuff-Soldaten und Munitionen untergebracht, die Wissenschaftler. Na gut, schauen wir uns das. Warte mal ganz kurz. Mission. Geologie, Paläologie. Das ist klar. Aber hier waren noch andere Bonusmissionen, die ich eigentlich auch hier abschließen könnte. Theoretisch, hoffe ich zumindest. Okay, wir brauchen dann nur eine neue Torch, also eine neue Stange dafür. Denn die habe ich jetzt hier gerade eingesetzt. Was haben wir denn hier? Explosionsmodul. Keine Ahnung. Altmetall. Somatgel. Irgendwie bin ich jetzt hier langsam enttäuscht, was ich hier gefunden habe. Weil selbst in den Regalen ist nichts drin. Klasse. Ich finde jetzt hier noch ein paar Kufen, ein paar coole Aufsätze, aber anscheinend ist damit nicht so. Okay. Warum auch die Decke immer mitgefahren kommt, keine Ahnung. Halt. Du brauchst dort gar nicht zu schleichen, ich habe dich schon lange gesehen. Ach, verdammt. Oh ja, und jetzt kommen sie. Warum hat er so wenig Clip? Oh, oh. Train rennen. Das bringt dir, glaube ich, am meisten was. Oh ja, das bringt gegen die Viecher einiges. Aber es kommen halt immer mehr. Oh, nachladen. Oh, jetzt kommen die wieder von beiden Seiten, diese kleinen Hurensöhne. Oh, fuck. Wieder im Eliminator drin. Nein, du ziehst mir jetzt nicht den Helm runter. So, fickt euch. Aber könnte ich jetzt hier mal durch? Ich glaube, das nächste Mal nehme ich hier mein Tube raus. Aber die sind halt extrem lootgeil, was das angeht. War's das? Jetzt kann ich hier noch diese Boxen an der Wand auseinandernehmen. Halt, hier war noch was. Altmetall. Medipack, Somatgel, Munition, IN-Wandler können wir brauchen für die Chinese. Okay. Fahren wir jetzt hier mit dem Lastenaufzug eben runter. Eieiei, was war das denn jetzt hier? Was mussten wir denn hier jetzt machen? Erstmal einen Audiolog anhören. Dr. Earl Serrano Status Update. Auf den Oberflächen aller Marker finden sich Glyphen. Niemand weiß mit Sicherheit, was sie bedeuten. Doch existieren sie als eigene Sprache, die wir den Schöpfern der Marker zuschreiben. Allerdings haben unsere Ausgrabungsteams nun einen völlig neuen Satz Glyphen auf jenen Bauwerken entdeckt, die wir unter der Eiskruste des Planeten fanden. Ich habe angeordnet, diverse Artefakte zur genaueren Inspektion hierher zu bringen. Wenn es das ist, was ich denke, könnte das alles verändern. Jo, was denkst du denn? Das hast du mir jetzt hier nicht dabei gesagt, was etwas schade ist. Ah, okay, ich muss das Teil anscheinend dort durchschieben. Dazu müssen wir jetzt hier mal schön drehen. Okay, aha.
hätten wir. Jetzt müssen wir die bloß noch beide senkrecht stellen. Jetzt. Und wie kann ich die jetzt hier durchschieben? Hier. Optimal. Und, ah, hier können wir es auch rausnehmen. Ich hoffe, dass diese kleinen Wichsviecher mich jetzt hier gleich wieder überfallen. Jo, ab dafür. Okay, es ist noch eins unterwegs. Isaac, diese Stücke, bist du sicher, dass das Rosetta ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Weiter jetzt. Oh ja. Was denn jetzt? Ach, dort müssen wir weiter. Ach, wir sind immer noch in der Paläologie und wir müssen ja anscheinend zwei finden. Kein Zutritt für Unbefugte. Ah, Code angenommen. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob das jetzt hier eine Bonusmission ist, weil dann würde ich sagen, schießen wir die gleich mal ab, weil wir kommen hier, glaube ich, nie wieder hin. Hey, Carver. Ich bin in der Kaserne des 163. Ich wette, die hatten Zugang zu ziemlich netten Spielzeugen. Ich werde mich mal umsehen. Hier war jemand im Blutrausch. Überall liegen abgetrennte Köpfe rum. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Wenn die Leichen noch hier sind, dann müssen auch die Waffen da sein. Die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Okay. Wir gucken uns hier mal den Textlog an, mal gucken, ob der irgendwas Aufschluss gibt, was hinter diesem Kasernenhof steht. Persönliches Logbuch Private Karl Myers. Ich habe alles getan, was ich konnte, um für diese Mission eingeteilt zu werden. Um in diese Eiswüste zu gehen, damit ich den Reapern folgen kann. Es war meine Chance, dass sie mich anerkennen und davon sollte mich niemand abhalten. Nachdem Private Freeman verschwand, wurde ich der neue Laufbursche. Ich schrubbte Reaper-Toiletten, machte Reaper-Betten und reinigte Reaper-Waffen, während ich die Kerben am Schaft jeder einzelnen Waffe bewunderte. Schließlich fasste ich mir ein Herz und fragte einen der Reaper, ob ich ins Team dürfte. Ich war rücksichtslos, ich war entschlossen, ich war bereit. Er lachte mich aus, genau wie damals mein Ausbilder im Lager. Dann sagte er, ich würde aufgenommen, wenn ich eine Woche lang die Toiletten mit bloßen Händen sauber machen würde. Und zwar ohne zwischendurch zu duschen. Er sagte, wenn ich das schaffe, hätte ich das Zeug dazu, einer von ihnen zu sein. Was konnte ich tun? Es war mein Traum und ich hatte es versprochen. Also tat ich es. Ixebexe. Jo, weiter. Das gab jetzt nicht gerade viel. Eieiei. Oh nein, diese Köpfe töten. Diese Köpfe töten. Oh ja. Perfekt. Diese Kackviecher können sich nämlich durch diese Köpfe reaktivieren. Oh, dort unten geht einiges ab. Ich habe hier noch einen Textlog, den wir uns leider mal durchlesen können. Persönlich, Private Myers, eine Woche später. Ich war über und... Alter, kann das mal aufhören, so zu ruckeln. Über und über besudelt mit menschlichen Exkrementen, die zu Hautausschlägen führten. Ich hatte es geschafft. Ich war bereit. Ich hatte es kommen sehen sollen. Sie machten ein Bild von mir, zeigten es überall rum. Sie sagten, die einzige Möglichkeit, ein Reaper zu werden, sei, wenn alle von ihnen auf mysteriöse Weise sterben würden und ich der Einzige wäre, der ihren Platz einnehmen könnte. Dann musste ich packen. Ich wurde zur Arbeit in den Gruben degradiert. Ich halte es meiner Entschlossenheit und Arbeitseinstellung zugute, dass ich nicht aufgab. In der Nacht kehrte ich in die Kaserne zurück und ging zu ihren Betten heimlich, still und leise. Mit einem behagten Mit einem beherzten Schellenschlag rollten ihre Köpfe einer nach dem anderen davon. Eins, zwei, ich zählte, während ich arbeitete. Drei, vier, machte Kerbin meine Axt. Fünf, sechs, nun konnten sie mich nicht mehr ablehnen. Sieben, acht, neun, zehn. Fünf Köpfe später bin ich das 163, die gefürchtete Einheit des Gav. Ich bin der Reaper. Na gut. Ich habe die dumme Vermutung, dass der sich zumindest verwandelt hat. Verdammt! Hast du wenigstens Loot mit dabei, wenn ich dir schon den Kopf abschlagen muss? Oh, da hat er noch was.
Oh! Das ist natürlich scheiße. Ja, diesen Kopf unter Beschuss nehmen, der andere interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Au. Ich lad nach. Ich versuche ihm jetzt genau im Kopf zu schießen. Fuck, jetzt düst er da drüber und will den anderen Soldaten wieder reaktivieren. Oder? Nee. Okay, der sieht zumindest schon mal tot aus. So. Gut. Anscheinend muss ich hier runter. Weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht der einzige... ich weiß jetzt nicht, wann irgendwann die Bonusmission angezeigt wird. Oh ja, die Dinger, die sind mies. Ach, C! Nein! Wow, weg hier! Jetzt machen wir gleich nochmal das Spiel. Ja, jetzt kommt vor. Ich hatte dort eh keine Chance. So, jetzt. Fuck! Meine Fresse, ich hasse diese Teile. So, Stasi-Station aufgeladen. Schadensboost, okay. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Oh nein! Ach so, ich habe gedacht, das sind jetzt solche unbesiegbaren, aber der sah doch ein bisschen anders aus. Nein, Inventar voll, ich raste aus. Ah, da kommt schon einer lang gechillt. Hey, wie konnte ich ihn werfen mit Chinese? Ah, okay. Jetzt hat man, glaube ich, die den Platin-Slot frei. Stase offline. Weh, du bewegst dich jetzt, du Hurensohn, ich sterb wegen dir. Okay, ich muss erstens dort hoch und zweitens muss ich dort anscheinend nichts reparieren, okay. Was hat man hier? Halbleiter. Wo ist denn der jetzt hergekommen, sag mal? Bitte? Was? Ach gut, Stasepack interessiert mich eh nicht. Ah, Munition ist so voll, das ist... Ach, warte, jetzt ist sie gleich leer. Oder auch. Hat sie es jetzt gefressen, ja. Was war das denn jetzt schon wieder? Irgendwo habe ich gerade wieder ein Vieh gehört. Dorte. Vorsichtshalber zerstückelt. So, der baut sich, glaube ich, nicht mehr so schnell zusammen, hoffe ich. Die Munition ist, wie gesagt, voll. Oh ja, das sieht ja hier ziemlich wüst aus. Ich setze ihn jetzt einfach hier hin. Ich habe ja genug Sucherbots, wenn es danach geht. Kann ich alles nicht mitnehmen. Das schon. Aha. Oh fuck. Köpfe, Köpfe, Köpfe. Fuck, den hat's reaktiviert. Ich raste aus. Nein. Stopp! Nachladen, nachladen, nachladen.
liegen bleiben. Weg. Und die Gliedmaßen abtrennen. So. Ach Gott, wir haben Eliminator. Hat's. Oh. Artefakt entdeckt. Ich kann mir das jetzt nicht angucken, verdammt. So, du kleiner Wichser, ey. Boah. Okay, hier ist nichts mehr. Puh, vollständig Diagnose-Screen wird eingeleitet. Explosion, Chance, Boost, Platin. Wir gucken uns hier nochmal ganz kurz die Platinen an. Plus 2, plus 2, plus 2 jeweils. So, okay. Ein Schaden, ein Clip, ein Schaden. Ja, anscheinend gibt's die, die ich will, noch gar nicht. Okay, hier sollte ich unbedingt welche einlagern. Weil so viel brauche ich auf keinen Fall. Und ja, in der Hinsicht würde ich mich jetzt hier aus der Folge schon verabschieden. Wir sind jetzt hier immer noch in der Bonusmission anscheinend drin. Und wo geht's denn lang? Ach, durch die Tür geht's dann. So. Alles klar, jetzt hätten wir hier den Raum auch kurz gelootet und ja, bis dahin, Freunde. Ciao.